Wir haben seit Stadtgründung ein Amtsgericht oder sogar schon davor. Also wir sind auch stolz auf unser Amtsgericht. Es ist ja in Rufweite hier in Norderstedt-Mitte. Es ist ein zentrales Gericht, wo die Menschen auch mit uns im engen Austausch sind, zum Beispiel in der Jugendhilfe, bei Insolvenzthemen, wo immer was ist, haben wir unsere Ansprechpartner und unser Netzwerk vor der Tür. Und es ist natürlich ein großes Amtsgericht. Also wenn man jetzt auch sieht, im Gesamtkreisverhältnis sind wir weitaus mehr als die Hälfte der Themen sind, nicht nur für Norderstedt, sondern auch in der Achse von Nordgate und der A7, Hennstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen werden in Norderstedt verhandelt. Also von daher haben wir da einen guten Blick drauf. Die Situation ist zurzeit so, dass im Rahmen dieser, wenn man es mal Justizreform nennen will, die nach unserem Verständnis Sozial- und Arbeitsgerichte schon heftig diskutiert wurden. Da wurde auch teilweise inhaltlich werden Änderungen vorgenommen. Aber die Aussage, pro Kreis gibt es ein Amtsgericht, ist das, was weiterhin in unserer Wahrnehmung im Raum steht. Also damit will ich noch gar nicht drüber nachdenken, sondern ich sehe es erstmal so, wir sind viertgrößte Stadt im Land und bei den großen Städten, die ja nicht im Kreis sind, diskutiert man das nicht, sondern ich glaube, es wird einfach verkannt, dass wir mit der Größe der Stadt und dem daraus resultierenden Volumen mit den angrenzenden Kommunen eine Größe haben, die mit einem 1 pro Kreis überhaupt nicht gerechtfertigt wäre, zumal in Segeberg eins ist, was den Rest des Kreises abarbeitet. Also wir als große Stadt beanspruchen für uns bei dem Volumen, was in der Stadt ist, an Klageverfahren auch, dass das Amtsgericht bei uns bleibt. Wenn sich eines Tages das doch anders ergeben sollte, dann können wir uns das gerade in der Jugendhilfe fast nicht vorstellen, weil wir natürlich davon auch profitieren, dass wir hier kurze Wege haben, wenn wir hier Jugendstraftäterinnen und Straftäter haben, wenn mal eine Verwarnung ist. Wir können junge Menschen auch an Politik und an Amtsgericht heranführen. Also es gibt ja auch Sitzungen, die mal öffentlich sind. Ich weiß, dass die Schulen auch das auch wahrnehmen und den Schülern und Schülerinnen beibringen. Das macht was. Und gleichzeitig sind die Amtsgerichte oder ist unser Amtsgericht ein Partner im Sozialraum, nenne ich das immer so. Es gibt Ausstellungen, die Menschen im Amtsgericht engagieren sich in unserer Stadt. Sie sind Teil des Stadtlaufs genauso wie in anderen kulturellen und kommunalen Themen. Also wir sind natürlich auch gestärkt von der Kommunalpolitik unserer Stadt auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, tatsächlich in meiner Verantwortung auch zusammen mit dem Direktor des Amtsgerichtes klar zu machen, was es heißt, wie wichtig es ist, in Norderstedt weiterhin ein Amtsgericht zu haben. Und wir lassen uns auch nicht vertrösten damit, das kommt auch erst 29 oder später, weil solche Weichen werden früh gestellt. Und da werden wir auch frühzeitig die Fähnchen hissen. Geplant ist schon bereits ein Termin mit uns beiden beim zuständigen Staatssekretär. Da sind wir dabei und wir werden nicht müde werden, deutlich zu machen, dass wir nicht ein Teil des Kreises, wir sind natürlich kreisangehörige Stadt, aber in dem Volumen der Fälle des Amtsgerichtes sind wir nicht nur ein Zipfelchen am Kreisamtsgericht, sondern wir brauchen weiterhin unser eigenes. Die Frage ist ja, warum macht das Land das? Also natürlich können wir alle nachvollziehen, dass wir unter Finanzdruck sind. Das ist das Land natürlich auch, aber wir sehen auch, ein Hauptargument ist, dass die Liegenschaften, und da gehört unser Amtsgericht ja auch dazu, in die Jahre gekommen sind. Und ähnlich wie ich es schon zum Rathaus geschildert habe, wird auch die Immobilie des Amtsgerichtes zu sanieren sein, absehbar, und auf technischen Stand zu bringen sein. Und da sind wir auch schon im Gespräch mit dem Amtsgericht Norderstedt, dass, wenn wir eine Ausweichimmobilie fürs Rathaus haben und wieder zurück sind, wäre das vielleicht auch eine Option, dass das Amtsgericht das nutzen kann. Also wir versuchen eher nach Lösungen zu suchen, als zu sagen, das Haus wird abgestoßen und das ganze Amtsgericht würde verlagert werden. Also wir sind da miteinander und ich bleibe guter Hoffnung, dass das Amtsgericht auch in Norderstedt bleibt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.